Kasper! Kriegst du eine Falsche! Ich glaube, ich mir, Brüder. Alle. Alle! Ja, also. Wie wollen wir denn nun machen, Sportsfreunde? Ja, stellen Sie ihn heute halt da irgendwo hier im Pool. Was? Ja, springen Sie halt noch mal rein und planschen ein bisschen rum. Wollen Sie mich veräppeln, Fried? Nein, nein. Damit der Leser gleich merkt, wie entspannt der deutsche Unternehmer sein kann, wenn er will. Ja, weh. Will er mich verarschen oder ist er nicht im Bild, oder wie? Na, der hat dann soll er nicht so ein Kappes vorschlagen. Also wissen Sie was, Fried? Gehen Sie mal raus. Was? Ja, warten Sie draußen. Ich muss erst hier mit Ihrem Chef ein paar Takte reden. Ja, hör mich, Nass. Ja. Nass geschwüst. Vorlautet Kerl schon, dieser Fried. Der hat doch zu machen, was Sie sagen, oder redet der auch mit, oder wie? Ja, natürlich nicht. Also, was wollen Sie jetzt von mir, Herr Hafenloher? Ich will eine schöne, große Geschichte. Mit einem schönen, großen Foto. Und nicht so eine Kokolores wie Industrieller planscht im Bade. Ich will so was Ähnliches wie gestern Abend im Champs-Élysées. Mit Weibern und Stimmung. Und ich in der Mitte. Und drunter schreiben wir dann, prächtig amüsiert sich Generaldirektor Hafenloher im Kreise seiner Freunde. Ja. Und dann Text wollen Sie auch gleich selber schreiben, oder wer? Komm, Junge, bist du mal nicht so empfindlich. Der Spaß kostet mich schließlich eine Stange Geld. Und dafür will ich Leistung. Ich sage, was ich will, und du machst das dann. Ist doch ein ganz klares Geschäft, oder nicht? Generaldirektor, kaufen Sie doch eine eigene Zeitung. Dann können Sie jeden Tag drinstehen, nur Sie, exklusiv mit Bild. Vorne das Gesicht und hinten der Arsch, auf Wiederschauen. Junge, du bist doch nicht so beleidigt, war doch nur ne Spaß. Ich wollte doch nicht an deine Schreiberehre gehen. Guck mich doch mal an. Ich bin doch selber nur ein armes Schwein. Du. Du. Seit 35 Jahren mache ich nur in Kleber. Und seit 35 Jahren sitze ich auf einem Kaff. In Kleinweilersheim bei Tauberbischofsheim, kennst du das? Nein. Und da mach ich in Kleber. In Polyvinylacetat und Phenolharz. In Zelluloseäther und Glutaminsäure. Und in Polyester und Epoxid. Und malore mich zu Tode. Und das Einzige, was ich sehe von früh bis nachts, sind meine langweiligen Direktoren und meine langweiligen Chemiker und meine todlangweilige Alter. Und einmal im Jahr die Weinkönigin von Kleinweilersheim. Und die küsse ich dann. Das erlaubt mir meine Olle. Gerade noch. Und jetzt bin ich 55. Jetzt reicht es mir. Ich hab den Kleber satt bis da oben. Ich will jetzt leben. Ich will mich amüsieren. Ich will was haben von meiner Kohle. Verstehst du? Ich will jetzt endlich mal die Sau rauslassen. Ja, dann lass uns die Sau raus. Aber nicht bei mir. Schimmerlos! Ich mach dich nieder, Schimmerlos. Wenn du mich jetzt hier stehen lässt wie eine Deppen, dann mach ich dich nieder. Was? Ich ruinier dich. Ich mach dich fertig. Ich kleb dich zu von oben bis unten. Ja, mit dem Kleber. Mit meinem Geld. Ja. Ich kauf dich einfach. Ich kauf deine Villa. Dann stellst du noch eine Ferrari davor. Dann Weib schick ich jeden Tag. Eine 5-Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal, vielleicht ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt. Da bist du so mürbe und so fertig. Und die Versuchung ist so groß, dann nimmst es. Und dann hab ich dich. Dann gehörst du mir. Und dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. Verstehst du, Junge? Ich bin da einfach über. Gegen meine Kohle hast du doch ja keine Chance. Begreifst du das denn nicht, mein Junge? Mensch, Baby, Junge, ich will doch nur dein Freund sein. Komm. Und jetzt sag Heini zu mir.